Ein Stickmix, der so aufgebaut ist, dass da drinnen ein Hauptanteil Squidmehl ist. Squidmehl hat den Vorteil, dass es sehr hohe Wasserlöslichkeit hat. Der größte Fehler, den man machen kann, meines Erachtens nach, dass man zu viele Bestandteile ins Wasser bringt, die die Fische sättigen. Das sind alles Zutaten, die im kalten Wasser super arbeiten. Das mache ich, um auch so diesen hellen Kontrast so ein bisschen zu geben. Gerade in Gewässern, wo ich angel, wo es sehr dunkler Untergrund ist. Das ist also mein Futter, wenn es in dem Gewässer nicht ganz so viele Brassen oder Weißfische gibt. Oder ich halt initial den Platz zünden will, wenn ich jetzt instant angeln bin zum Beispiel,